Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf dem Arsch. Aktuell wird hier Butter und Milch verkauft und ein bisschen Sahne von der Molkerei. Wir fahren dann mal zum Aldi. Ne? Wir haben Bedarf angemeldet. Sollen sie haben. Und dann muss ich mal sehen, was da noch ansteht. Ne? Wir haben aktuell späten Winter, in den letzten Zügen. Zum Glück haben wir fast keinen Schnee gehabt. Fast. Nur ein bisschen, ne? Anfangs. Ein paar Stunden. Und dann war dann wieder Sommer, ne? Quatsch. Dann war dann der Schnee wieder weg. Wo war die Säule mit dem Aldi? Und was verrückt. Doch da irgendwo Aldi gesehen. Bin ich komplett verkehrt Ende. Was ich ganz stark vermute. Der Aldi war doch nicht hier gewesen, ne? Da, ach, da ist es heute. Das ist doch nicht Aldi. Tankstelle, ne? Wo leitest du mich hin? Das ist hinter der Tankstelle. Und hier habe ich noch nie was verkauft. Das erste Mal nach langer Zeit. Ja. Noch nie ist gut, aber zum ersten Mal, ne? Nach langer Zeit vor allen Dingen. Na, hier fahren wir mal her und gucken, was da Aldi so aussieht. Ne? Wir haben ein bisschen Edeka verkauft und Lidl. Aldi war noch nie. Oh, hier ist Polizei. Hier. Nicht lange aufhalten. Ich nehme mal keinen mit, wenn sie einen anhalten wollen. Ne? Wenn sie mal am Straßenrand stehen und sagen wollen mit, nee, nee, ist nicht. Ah, jetzt kann man es sehen, okay. Wir sind ein bisschen weit weg. Da muss ein anderer Auto hinter sein. Ich weiß es nicht genau. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich. Das war so ein Kugelanhänger von Dings dann hier. Online. So, da sind wir und Z. Jetzt klingelt aber eine Kasse. Rund 2000 pro, ja, pro Palette oder? Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Jedenfalls viel Geld. Werden wir brauchen. Aktuell wird ja fleißig Stroh gefahren, ne? Oh. Und ja, sieht gut aus. Ja. Heu haben wir auch schon mal angeliefert, ne? Von Thüringen. Zwar auch nicht viel, das lohnt sich doch nicht zu fahren, aber so fangen wir also an, ne? So, jetzt haben wir mal alles verkauft. Grob und Ganzen. Können wir gucken nach Bier. Bier. Ja, Bier. Wir fahren mal zur Brauerei. Spontan, ne? Was die da so schönes haben. Ja, die Steigung ist ein bisschen steil, aber gut. Anderes Thema, ne? Bin ja der Meinung, dass man da ein bisschen, ja, flacher machen müsste eigentlich. Der Winkel ist ungünstig. Ich glaube nicht, dass es so original so gibt. Denn es gibt für alles eine Vorschrift und sei mal ganz vorsichtig. Eingehalten werden, ne? Aber gut, hier als Karten. Auf der Karte ist das nicht so extrem genau. Ne, 1:1. Weil das ja alles irgendwo angepasst werden muss, denke ich mal. Aus Platzgründen sicherlich. Doch, mein Mais. Ist das mein Mais gewesen? Ja. Hatte ich ja angebaut gehabt, das wurde irgendwie nie reif. Aber da bin ich selber an Schuld. Ich hatte den Geomod mal mit drinne getauscht. Also wenn ihr ein Geomod tauschen wollt, macht es wenn nur im Winter, ne? Wenn ihr eure Ernte abgeschlossen habt, dann ist es theoretisch, macht es dann Sinn, ne? Aber bloß nicht mittendrin, ne? Das ist dann äußerst ungünstig, ne? Ja, das ist mein Mais.
Da könnte ich auch noch flügen. Ja, aber jetzt nicht. Das ist Minusgrade, Bodentemperatur minus. Da werde ich dann flügen müssen noch im Frühling. Für Hopfen, denken wir Hopfen, oder ich mach mal Hackstützel, also hier ja, Weidenholz hier, ne? Pappeln. Auf zur Brauerei, Gas geben. Können wir auf 5 einstellen, das ist okay. Das war ja so mal geplant. Nur anfangs, wenn man sich reinfinden will, dann ist ganz gut. Dass er nicht so rast, ne? Aber wie gesagt, wir müssen ja nicht alles heute verkaufen. Das ist ja auch flexibel, ne? Mehr Milch brauchen wir nicht verkaufen, da haben wir immer noch. Kriegen wir das nicht voll. Muss ich mal schauen, wo der Traktor ist mit dem Mähanhänger, ne? Aber extra einen eingestellt und fahren lassen für Milch. Musste auch wieder gucken, da ist ja eine neue Version von der Marsch ist. Musste mir auch wieder anpassen. Autodrive, ne? Da muss ich immer gucken, da muss ich mal aufpassen. Das mache ich als erstes, mache ich mir von Spielstand eine Sicherung. Und dann verstelle ich das die entsprechende Zahl im Speicherstand, ne? Auf 2.1, glaube ich, war es gewesen. Hatte ich schon mal gehabt, da muss ich mir wohl noch nicht gerade in Kurse hin, ne? Ja. Oh, ein paar Bäume liegen noch, okay, aber. Das ist noch nicht so wichtig jetzt. Ich schau mal, da liegt auch noch ein Baum. Ich schau mal, hier ist keine. Ein weiter. Das Sägewerk hat immer genug Holz, das kann immer arbeiten. Da sind wir. Wasser fahren lassen können wir auch mal wieder. So, schauen wir gleich mal rein. Was unser Braumeister sagt, ob genug Bier da ist. Oh, kein Wasser. Das gibt's gar nicht. Kein Wasser, das geht nicht. Also Hopfenmalz ist da, aber kein Wasser. Bier werden genug, dann müssen wir um Wasser kümmern, ne? Wo ist unser Wasserfass? Da müssen wir durchschalten. Einer fuhr jetzt Milch, weil ich weiß. Wo ist der? Ach, unser Milchwagen. Ist der? Da haben wir schon einen. So, der fährt Milch. Wie viel Milch haben wir noch? Dann gucken wir hier nach. Ne? Das war der. Ja, wir haben noch 2000 Liter Milch. Ich werde auch später mal Milch von Thüringen herbringen. So. Der fährt mal Milch, das ist gut. Und ich, ja, mach Deckel zu, dass kein Staub reinkommt. Und ich schnapp meinen anderen Traktor. Ich sagen, kommt er gleich mit dem Haufen zu fahren? Nö. Also, ja, Mu macht die Kuh auch. So, Traktor repariert und vollgetankt. Dann schauen wir mal. Das Gewicht können wir eigentlich hier lassen, aber doch, was dran entschied. Nach einem Wasseranhänger, ne? So ein kleinen. So ein metalligen. Muss ich mal gucken, ob ich einen habe. Da ist er doch. Ah, da ist er doch. Alles da. Ich hatte so eine vage Erinnerung, dass man, was man gefahren hatte. Ich muss mal dem Bürgermeister sagen, dass er eine Brauerei mit Wasseranschluss braucht. So, dann fahren wir zur Brauerei. So, Deckel zu. Und da werden wir mal einstellen, dass er da der Kurs macht, ne? Ey, das Ding war voll gewesen, ne? Oh, was haben wir Bier hergestellt? Da können die ja einen trinken gehen hier. Gab es hier eine Änderung? Ja, nicht neugierig, aber mal gucken ganz kurz. So, was hier alles da? Ah. Und da so viele.
sich Speedy verabschiedet? Naja, sieht so aus, ne? Ich kann ihn nicht entdecken. Gut, das ist halt so, ne? Ne, doch, ist da. Übersehen. Aber so ist das halt, ne? Also, ich habe von ihm lange nichts mehr gehört. Er macht ja auch nichts, ne? Geht schon so lange dabei? Wahnsinn. 2 Jahre. Naja. Mal sehen, ob ich so lange aushalte. Das sind verschiedene Aufladehänge. Also der eine geht keine Strohdinger drauf. So, auf geht's zum Wasser. Brauerei. Ja, ich mach heute mal schauen. 3-4 Folgen insgesamt oder 5. Ist ja nicht ganz so dramatisch. Ach, unser Milchwagen kommt. Hupen wir gleich, ne? Ob der hupt? Na, der hupt garantiert nicht. Mit Lenkrad aufpassen. Ne, da. Ne, da. Ha, muss man das suchen. 0 oder O, ne? Wusste nicht mehr genau. Hier müssen wir rein. Und da ist ja extra ein Brunnen. Damit von A nach B kann man weit fahren muss, ne? Die Milch geht ja nicht anders. Aber geht schon, ne? Schau, mein Castor hat ja noch einen Stall mit 2000 Tieren, ne? Das wäre ja was hier, ne? Boah, 2000 Kühe. Dass du das kaufen kannst und verkaufen kannst. Ich habe ja 200 Kühe, da habe ich schon viel Milch. Die jetzt Milch geben, ne? Also. Dann demnächst auch ein paar mehr, weil jetzt die Kälber bald in schlecht reifem Alter kommen. Aber dann brauchen die wieder um ein Dreivierteljahr, um Kalb aufzutragen. Ne? Das dauert noch ein bisschen, aber wie gesagt. Kommen wir vorwärts, ne? Oh, 30 nicht. Hoho! Nein, nicht auf 30. Dann haben wir ja aufgeholt die Zeit, die wir vor 1 gespielt haben. Ich muss noch Bäume pflanzen, zumindest vorbereiten. Und die Stumpen müssen weg. Ja. Ist auch was gemacht werden muss, ne? So. Aber nicht heute. Heute immer Bier verkauft. Weil ich noch Land kaufen will. Und zwar Feld Nummer 5. Alles Hopfen. Alles die Hopfen für die Brauerei. Paletten reichen auch noch eine Weile. So, hier haben wir unser Wasserfass. Da gucken wir gleich mal nach. Und zwar Beladepunkt. Beladen wir bei Wasser. Auffüllen, beladen. Na gut. Ja, das ist mal richtig. Das Wasser. Haben wir alles gefunden. Und entladen. Wasser. Schau mal. Das macht er schon mal ganz gut. Bier werden wir gleich mal gucken nach Bier. So. R. Oh, wird voll. Maximum. Machen wir 20 davon. Fässer und 20 von den Flaschen. Dann haben wir genau die Menge. Oh, sind wir da? Ja. Gerste wird knapp. Aber wir haben eine Lieferung bekommen, ne? Von Thüringen, ne? Müssen nur herfahren. Ah, das ist ja unser. Also die Säule war richtig voll gewesen. Ah,
füllt sich langsam, das ist gut. Blaues Wasser, igitt. Was trinken die bloß alles? So, starten. Also, schnell wegmachen, ne? Das ist ja Bier, ne? Ich brauche eigentlich ein Bier. Ein Bier wäre klar. Das ist aber ein Bier. Anhänger. War das der hier? Ich glaube schon. Der das war? Zuck mal aus. Hinten keins. Der war's nicht. Bin mir nicht ganz sicher, hab den mal gekauft, aber schon, schon so lange her. Könnte sein, dass er war, aber ich weiß es nicht mehr. Garage. Mal da muss ich ja genau zu erkennen sein. Was für eine Marke ich da gekauft habe. Hier Kugel. Das ist ein anderer Kugel. Also nicht von denen. Nicht von dem, wo wir jetzt sagten, ne? Kugel. Da. Und der hat hier Design. Ach, Heineken. Da können wir hier Heineken machen, ne? Bier. Na, nicht heute. Wäre eine Option für Biertransport. Ey, ich bin eine Runde gefahren. Denn Coca-Cola, der kam hier nicht. Müssen wir eine Cola-Frucht importieren, ne? Dann müssen wir demnächst mal Gerste herfahren. Zwei, drei Fuhren. Ah, da könnten wir auch so einen Kurs mal einstellen, ne? Aktuell haben wir ja keinen Abladen von Gerst und so. Gewisse Arbeit muss man ja delegieren, ne? Ah, das kann man nicht alleine machen, das wird nichts. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen geht's weiter. Morgen verkaufen wir Bier. Große Ladung. Mal sehen, vielleicht Lidl oder auch Aldi vielleicht. Tschüss, bis dann.